Klang der Stille – Pflanzliches in der Kunst ist die erste Ausstellung 2017 im August-Mattausch-Haus, dem Atelier von Frauke Schmidt-Teilig, getitelt. Bis zum 19. März werden Arbeiten von 8 Künstlern gezeigt, darunter auch eine Grafik und eine kolorierte Zeichnung von August Mattausch. Neu in diesem Jahr dabei sind der Alfred Schmidt aus Potsdam, ist mit seinen wunderschönen Pastellen dabei. Kann er selber noch mal zu seiner Arbeitsweise was dazu sagen. Susanne Ruhoff ist die Objektkünstlerin. Anne ist jetzt leider noch nicht da, Jan Bäumelbruch, mit den schönen Arbeiten auf Silikonpapier. Weil da hätte ich gerne gewusst, was Silikonpapier eigentlich ist. Oh, dann natürlich der Aufhänger für jedes Jahr ist bei mir der August Mattausch. Das sind Kamelienblüten. Und dann habe ich das von einem zum anderen variiert bis zu der Gruppe. Und daraus hat sich dann noch was Schönes ergeben. Mit diesem Art, jetzt komme ich nicht, Wellpappenpapier, ja. Das habe ich im Schreibwarenladen entdeckt, in verschiedenen Farben, so silbern, grün, blau, sei doch still. Also eine Struktur, die auch gleichzeitig etwas an Jalousien in Fenstern erinnert. Das hat man auch im Barock gehabt, also Scheinfenster, Jalousien, um die Ästhetik der Fassade, den Rhythmus zu wahren. Mein Ansatz, mein Verhältnis zur Natur hat viel damit zu tun, dass ich einen Schwerpunkt habe, der jetzt hier nicht zu sehen ist, dass ich in der Natur und mit der Natur arbeite. Das sind Installationen, die in der Natur stattfinden, die sind jetzt hier nur auf Fotos vorhanden. Und viele dieser Eindrücke aus der Natur, die trage ich auch in mein Atelier, aber dann in einer ganz anderen abstrahierten Form, wie hier. Also Elemente wie Blätter oder Ästlungen kommen in meinen Arbeiten vor, die aber immer dann auch abstrahiert sind. Ich male normalerweise überhaupt keine Blumen. Und hat mich so provoziert, das Thema, was ich extra dafür gemalt habe. Und direkt vor der Natur, ja. Also hingestellt. Und ja, ich gehe mal auf den Potsdamer Bauernmarkt und da haben die Bauern immer diese schönen Feldblumensträuße und so und die muss ich dann anschließend malen. Thank you.